So, ich hoffe, die haben diese Order-Automaten. Ansonsten müssen wir mal die Mobile-App von denen ziehen. Weil da bin ich keinen Bock, da irgendjemandem zu erklären, was ich haben will, ich gar keine Ahnung habe, was sie überhaupt haben. Das hat für mich echt dieses ganze Fast-Food-Business überhaupt erst gängig gemacht, gell? Solche Order-Automaten, wo du halt mal customizen kannst und überhaupt siehst, was es gibt. Weil ansonsten immer diese Tafeln und stehst dann davor, was möchten sie, ja keine Ahnung, zum ersten Mal hier. Das schreckt mich ja normal immer ab. Da gehe ich oft sonst daheim, wenn ich mal sowas mache, halt zu McDonalds, da kennt man halt den Shit. Na gut, ich glaube, hier sind wir. Das sieht ja hier in einer guten Stellung aus. Drei Doritos und Cinnamon Twist für 13 Dollar. Taco Bell, probieren wir das mal hier. Ja, viel ist da nicht drin. Gut. Ich habe nur drauf geschrieben, weil ich hatte eins mit Beans, eins mit Chicken, eins mit Steak. Ein Bratmisch ist doch erst Chicken drin. Na gut. Vielleicht zeigt es. Das sind zwei. Okay, das ist etwas anders. Ja, das ist jetzt mit Steak. Das kann man, wenn man das sieht. Da probiere ich jetzt einmal hier mit Hose rein. Das Steak ist gut. Da ist gar nichts. Mehr drauf. Ja, auch mal essen. Die ist schon würzig, aber nicht scharf. Ja, die Milde, ich vertrage halt kein Scharf, Leute. Milch, Hot und Diablo. Das ist richtiger, weil der Ritzel halt nicht so krass viel ist, wie wenn du jetzt noch einen Burger mit einem fetten Portion Pommes isst. Also, das ist das jetzt wie nicht der Bohnen, ja? Ach nee, da war das erste Bohnen. Okay, na, das finde ich eindeutig Chicken. Okay. Dann haben wir mal direkt die Soße drauf. Salz mitgenommen, da ist Reflex, ich habe gar keine Pommes, die ich gesalzen müsste. Das ist halt lächerlich, dass es oben so leer ist, wie er den Lettuce gelassen hat, also das Grünzeug. Ich habe so abgestimmt, dass ich da noch oben reinpasst. Oh, lecker. Steak war das Beste, Hühnchen das Zweitbeste und Bohnen das Drittbeste. Ich glaube, die Abwechslung macht so raus bei so einem Burrito. Burrito übrigens, das Brot etwas nährreicher als so ein Taco. Gerade gegoogelt, also Taco ist mehr so ein Snack, Burrito ist die Mahlzeit. Also, keine Ahnung, ich habe Google aufgespuckt. Ich habe mir ein Burrito bestellt, weil sah besser aus auf dem Bild. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Rest vom Tag machen soll. Noch machen, dran. Noch mal machen. Also ich heute Abend, glaube ich, werde heute nicht hier nochmal was drin gehen.
teuer. Vielleicht morgen nochmal. Ich liebe einfach Zimt. Super nachtig. Nicht zu süß wegen des Zucker. Weil das Gleichgewicht kann nicht so viele Kalorien haben, oder? Ich habe jetzt probiert, beim Essen zu gucken, was dann bitte dahin ist. Der Akku ist doch fast leer. Oh, oh. Mega erholsam. Nicht den Like und die Glocke.